Sie ist Rapperin und Jurastudentin. Beides Dinge, die für Martina Rich nicht selbstverständlich sind. Denn eigentlich scheint eine kriminelle Karriere vorprogrammiert. Sie ist Mitglied einer Straßengang, die dealt und Überfälle verübt. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Martina Rich. Hi Markus. Wie warst du damals drauf? Wie warst du in der Gang? Wie hast du dich so verhalten? Also ich war sehr aggressiv, impulsiv, habe Menschen manipuliert, andere zu schlagen, andere zu bedrohen, weil ich es selbst nicht machen wollte. Wie hast du das gemacht oder wie ging es dir dann? Also es tat mir zwar irgendwo schon leid, aber eigentlich war es mir auch egal. Also ich wusste, dass es falsch ist. Ich wusste eigentlich oft, dass Dinge falsch waren, aber es war mir in dem Moment egal. Ich musste meine Rolle spielen oder die Starke sein. Die Starke, du sagst die Starke, wie waren die anderen dann drauf? Warst du die Anführerin von den Mädels in der Gang? Ja, also in der Gruppe, also Gang-Gruppe kann man nennen, wie man möchte, war schon so, dass ich am meisten Autorität hatte und die Leute auf mich gehört haben. Ja. Und die anderen, wie waren die drauf? Auch sehr aggressiv. Also kam halt aus kaputten Eltern, also kaputte Familien. Und dementsprechend haben sie halt diese Aggression nach draußen getragen und waren selber aggressiv. Also es war für die jetzt keine große Sache, jemanden zu schlagen oder zu beleidigen oder zu bedrohen. Das war Alltag. Was habt ihr denn so gemacht, wenn ihr euch getroffen habt? War das nach der Schule dann oder? Ja, genau. Nach der Schule, man hat sich einfach getroffen, abgehangen, viel Alkohol. Also bei mir war es der Alkohol, sehr viel Alkohol getrunken. Die anderen haben gekifft, die anderen haben gekokst, also das, was halt da war. Ihr wart ja nicht nur Mädels, sondern ihr habt dann auch noch die Gang oder die erweitert zu einer Familie. Wie viel waren das etwa? Also wir waren halt erstmal diese Dreiergruppe. Und im Laufe der Zeit war es dann so, dass wir eine Großfamilie kennengelernt haben. Also das waren so sechs Brüder. Und mit denen habe ich halt jeden Tag gechillt und dann halt noch eine andere Gruppe kennengelernt. Und zwar ein sehr bekannter Drogendealer aus meiner Stadt. Genau, und die waren halt alle so 10, 15 Jahre älter als ich. Also ich war so 14, die waren 30 oder so. Hattest du nicht Angst, dass dir irgendwas Schlimmes dann passiert oder dass du dann auch mit Drogen in Kontakt kommst? Nein. Nein, also es war halt cool. So. Du hast halt, die Leute respektieren dich und du fühlst dich wohl. Also war das gefährlich dann, mit den Leuten zusammen Zeit zu verbringen? Es war schon gefährlich. Heute kann ich sagen, dass es gefährlich war. Damals habe ich das nicht gedacht. Damals dachte ich, das ist cool. Ich wollte ja gefährlich sein, ich wollte stark sein, ich wollte was zu sagen haben. Das hat mir ja gefallen, also hat es gepasst. Was hast du da so erlebt, wo du sagst, das war gefährlich im Grunde genommen? Also es gab einmal eine Situation, da waren wir auf einer Drogenparty und ich habe mich ganz entspannt mit einem unterhalten. Das war so ein Obdachloser, der eigentlich nur eine Line ziehen, also Kokain zu sich nehmen wollte und wieder gehen, aber der hat sich da halt hingechillt. Und ein anderer Freund von mir hat halt auch gerade in dem Moment Drogen genommen und wurde dann aggressiv und hat mich geschubst, wollte es aber eigentlich gar nicht. Der war halt einfach nur drauf, so, der hat nicht mehr gewusst, was er getan hat. Deswegen habe ich es nicht persönlich genommen. Und dann hat der Obdachlose, mit dem ich mich vorher unterhalten habe, wollte mich in Schutz nehmen, hat dann eine Waffe gezogen und wollte den Typen abknallen. So, das war so eine gefährliche Situation. Ist nichts passiert dann? Ist nichts passiert. Aber es war so ein richtiger Schockmoment. Also ich musste erst mal klarkommen, was passiert. Und ja. Warum bist du dann so oft von zu Hause abgehauen? Ich meine, das waren dann ja mehrere Tage, die du dann weg warst. Ja, also ich habe es zu Hause manchmal einfach nicht ausgehalten, weil ich mich sehr oft mit meiner Mutter gestritten habe. Also ich habe irgendwann einfach keinen Respekt mehr gehabt und also am Anfang habe ich halt immer noch so ein Doppelleben geführt. Das heißt, zu Hause war ich eigentlich immer noch die liebe Martina so und irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr auf dieses Doppelleben und wollte halt immer die aggressive Böse sein und habe halt mein eigenes Ding gemacht und mein eigener Boss vor allem. Und dein Vater, wo war der? Kenne ich nicht. Genau. Der hat uns irgendwann verlassen, als ich so 2, 3 war oder so, ist er gegangen. Genau. Das heißt, meine Mama, ne, hat viel gearbeitet, hat uns irgendwie mal durchgeschlagen, war selber gestresst. Ich wollte sie nicht stressen und man hat irgendwie versucht, Dinge selber zu klären. Weil ich ja so geladen war. Ich war ja immer auf 100. Was konnte so ein Auslöser sein, dass du dann gegangen bist? Wenn meine Mutter mir zum Beispiel gesagt hat, dass ich, keine Ahnung, um 7.30 Uhr, also 19.30 Uhr zu Hause sein soll, dass das keine Zeit für mich gewesen ist. So, wir haben gechillt bis um 12 und dann ist jeder nach Hause gegangen und nicht um 19.30 Uhr. Das war so eine ganz einfache Sache und ich wollte mich einfach nicht ihr unterstellen und habe deswegen meine eigenen Uhrzeiten gemacht. Oder generell einfach, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, wir uns wegen Kleinigkeiten gestritten haben oder so,
bin ich abgehauen. Warst du glücklich in der Gang? In der Familie? Ja. Sehr glücklich sogar. Sehr, sehr glücklich. Ich habe mich sehr wohl mit den Leuten gefühlt. Und bis heute habe ich ein Herz für die. Bis heute liebe ich die. Also das ist auf jeden Fall so geblieben. Wieso? War das jetzt, du sagst Familie, war das auch so ein Vaterersatz, den du da hattest? Oder? Mhm. Also das waren ja so meine großen Brüder. Und vielleicht kann man schon sagen, dass die vielleicht eine Art Vaterersatz waren. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, das ist wie ein Vater, sondern es war einfach... Ja, man fühlt sich, weißt du, beschützt, man fühlt sich geliebt, man fühlt sich verstanden und so. Man hat sich einfach wohlgefühlt. Mhm. So, und ich war so deren kleine Schwester, Prinzessin, nenn es wie du willst, keine Ahnung. Auf jeden Fall wusste ich so, ja, ich kann die stressen, ich kann alles machen und die sind nicht genervt von mir oder so. Die haben mich einfach so genommen, wie ich bin. Jeder hatte so eine Macke und haben mich so genommen, wie ich bin. Genau. Und als du dann 17 warst, gab es mal einen Moment, du bist dann nach Hause gegangen, mhm, und auf einmal ist deine Mutter da, begegnet dir. Was ist da genau passiert? Genau, also ich bin wieder ein paar Tage weg gewesen, bin nach Hause gekommen und ich habe mich halt innerlich schon darauf vorbereitet, dass meine Mutter ja, mich anschreien wird oder so, weil ich ja wieder weg war, ne? So, aber ich bin reingegangen und meine Mutter war voll ruhig, voll entspannt, war in der Küche, hi Martina und alles und ich denke so, hey, was ist hier los, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann, genau, kam sie halt in mein Zimmer und hat mir Nuggets und Pommes und ganz viel Ketchup gebracht. Und das war damals, das ist ganz banal, ich weiß, aber es war mein Lieblingsgericht. So. Und dann habe ich schon gedacht, so, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Ich habe ihr echt misstraut. Und dann hat sie sich an mein Bett gesetzt, hat angefangen zu weinen und meinte so, hey Martina, keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Tut mir auf jeden Fall leid. Bitte gib dein Leben Jesus. Ich kann das nicht mehr. Bitte hab keine Probleme mit der Polizei. Und einfach ein bisschen ihr Herz ausgeschüttet. Und ich habe ihr dann versprochen, ja Mama, ich verspreche dir, ich baue nie wieder Scheiße. Dann ist sie aus meinem Zimmer gegangen und ich wusste, ich kann dieses Versprechen nicht halten. Aber sie hat gesagt, gib dein Leben Jesus. Jesus. Genau. War das für dich nicht komisch? Es war für mich nicht wirklich komisch. Es ist einfach hängen geblieben, weil... Also ich habe ja gerade diese eine Situation erklärt, wo der eine Freund von mir die Waffe gezogen hat. Und seit dem Tag, als das passiert ist, hat sich irgendwas an meinem Gewissen verändert. Also ich war schon immer sensibel, aber das war, also ich konnte es kaum ertragen, gemein zu sein, Leute anzuschreien. Es ging irgendwie nicht mehr so einfach über meine Lippen seit diesem Tag. Und da wusste ich schon so, ey, ich habe das, Gott, was willst du von mir? Weil es stand für mich nie in Frage, ob Gott existiert. Also ich habe schon immer geglaubt, dass es Gott gibt. Jetzt nichts mit Jesus und Rettung, sondern einfach, es gibt einen Gott und der passt auf mich auf. Daran habe ich immer geglaubt. Und da habe ich einfach gemerkt, so krass, irgendwie lässt er mich nicht in Ruhe. Er gibt mir irgendwie keinen Frieden mehr, weiter das zu machen, was ich vorher ganz entspannt gemacht habe. Und dann kommt dieser Satz von deiner Mutter? Meiner Mutter, genau. Und das war einfach für mich eher... noch mal so ein Ruf oder so. Ich dachte so, also es hat einfach gepasst. Es war jetzt nicht so, dass ich das gar nicht verstanden habe. Mhm. Du sagst, genau. Es hat gepasst. Hast du vorher schon Erlebnisse mit Gott gehabt? Ja, einfach aus dem Grund, weil ich früher in der Nacht ganz oft Angst hatte und manchmal Dinge gesehen habe, die nicht so toll waren. Also so Gestalten oder Sachen gehört. Und also meine Mama, die hat dann immer auch kurz für mich gebetet, ja, Gott beschütze dich und alles, aber... Ich glaube, die hat nicht wirklich verstanden, wie real das war, was ich gesehen habe. Und deswegen war ich auch ein bisschen darauf angewiesen, an Gott zu glauben, weil die Menschen um mich herum gar nicht wirklich verstanden haben, was ich gesehen habe und was ich erlebt habe. Deswegen war für mich immer klar, so, okay, wenn ich bete oder wenn meine Mutter für mich gebetet hat, dann geht diese Angst weg und ich sehe diese Sachen nicht mehr. Das heißt, irgendwas muss da auf jeden Fall sein, was auf mich aufpasst. Das heißt, du hast das aber jahrelang beiseite geschoben, bis zu diesem Tag, wo deine Mutter dir diesen Satz sagt. Also ja, weil ich dachte ja, ich bin Christ und ich glaube an Gott so. Also ich habe Gott sogar, also wenn wir zum Beispiel auf der Hauptschule Geschichte hatten und über Gott gesprochen haben, da habe ich Gott verteidigt. Also für mich war immer klar, es gibt Gott und da sagt keiner was anderes. Also keine Ahnung, ich habe schon immer ein Herz dafür gehabt, dass es Gott gibt so. Aber jetzt nicht Jesus oder so, wie gesagt. Also, was hat dieser Satz dann, du sagst, du hast den noch behalten, was hat denn der Satz mit dir gemacht? Genau, also meine Mom ist ja aus meinem Zimmer gegangen und dann dachte ich so, okay, ich kann dieses Versprechen nicht halten, ich habe ihr versprochen, ne? Genau, und dann dachte ich so, okay, ich kann dieses Versprechen nicht halten, ich rede jetzt einfach mal zu Gott, ja? Und dann habe ich aus dem Fenster geschaut und meinte so, hey Gott,
ich habe keine Ahnung, wer du bist. Der eine erzählt was vom Buddha, die andere, also ich war ja meistens mit Muslimen, das war so meine Großfamilie, Mohammed und alles. Und jetzt kommt meine Mutter und erzählt was von Jesus. Ja, keine Ahnung, Gott, wer du bist, ne? Digga, wenn es dich gibt, also wirklich auch in meiner Sprache einfach, wie ich war. So, Gott, keine Ahnung, ob es dich gibt, wenn es dich gibt, lass es mich wissen. Und ich kannte noch ein paar Geschichten, dass Gott die Welt geschaffen hat, ne? Also habe ich gesagt, und wenn du wirklich in der Lage dazu warst, die ganze Welt zu schaffen, ja, dann wirst du doch in der Lage sein, mir zu zeigen, ob es dich gibt. Wer bist du? So. Also ganz simpel, einfach zu ihm gesprochen. So, genau. Und dann habe ich meine Pommes und also ich habe so genossen, das Essen. Bin dann schlafen gegangen und bin am nächsten Tag aufgewacht und irgendwas war anders. Also ich war einfach ruhig. Ich hatte nur Ruhe. Das kanntest du nicht. So. Das war nicht normal. Das war nicht normal, weil ich bin aufgewacht und ich war auf 100. Das ist einfach Martina. So. Das heißt, die Wut war da, Energie war da. Energie war da, Aggression war da und auf einmal zack, voll die Ruhe. Voll die Ruhe einfach. Und ich habe dann nicht in dem Moment gedacht, oh, das war bestimmt, weil ich gebetet habe oder so. Ich habe einfach gesagt, okay, passt so. Ein ruhiger Tag muss auch mal sein. So. Keine Ahnung. Ja. Das heißt, du bist in dieser Ruhe aufgestanden, hast dann den ganzen Tag normal gelebt, oder? Ja, also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was alles an dem einen Tag jetzt passiert ist. Ich weiß nur, ich bin aufgewacht und mein Herz war weich irgendwie, ruhig so. Und ich bin eigentlich ein Brocken. So. Das heißt aber, du hast damit gerechnet, dass du jeden Moment wieder explodierst und dann... Ja, also ich hab jetzt nicht gedacht, dass das krass ist. Ich hab's einfach so, es war jetzt einfach so und passt. So. Also was ich dann schon gemerkt habe, ist, wenn ich mich danach irgendwie, also seit dem Tag, als ich mich mit meiner Mutter gestritten habe oder mir irgendwas nicht gepasst hat, weil voll oft war ich auch aggressiv, ohne dass meine Mutter irgendwas jetzt Schlimmes gemacht hat. Ne? Ich war einfach auf 100 so. Und seit dem Tag war es halt eben nicht mehr so. Ich wollte manchmal abhauen, ich konnte nicht. Ich hatte einfach nicht die Kraft dafür. Ich hatte gar nicht die Energie. Also es war einfach nicht mehr da. Also nicht mehr zu rebellieren, oder? Nein, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr rebellieren. Also zumindest nicht gegenüber meiner Mutter. Das ging nicht mehr. Hat deine Gang das damals gemerkt? Deine Familie, dass da was los ist? Also die haben gemerkt, dass sich was verändert hat. Weil ich habe zwar viel Scheiße gebaut und alles, aber ich habe schon immer mal wieder über Gott gesprochen und alles. Und seit dem Tag war es halt schon krasser, ne? Intensiver, so dass ich mehr übers Gewissen und ey, das können wir nicht machen, lass sie einfach vergeben, lass sie jetzt einfach gehen und ach, lass sie nicht schlagen. Und also so immer versucht, mit schlauen Worten sie davon abzubringen, schlimme Dinge zu machen, einfach weil ich es jetzt nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren konnte, aber... Es ging eigentlich gar nicht mehr so lang. Also die Zeit nach diesem Gebet oder nach diesem Gespräch mit Gott ging gar nicht mehr so lang, weil sich dann irgendwie alles aufgelöst hat. Ich, keine Ahnung wie. Hast du dich mit dem Glauben an diesen Gott oder das, was du da, mit dem du geredet hast, mal dich beschäftigt damals in der Zeit? Also es war jetzt so eine Ruhephase. Also ich hatte jetzt, wir reden jetzt einfach mal von dem Moment, wo ich jetzt wirklich komplett gar keine Leute mehr hatte, ja? So, und dann war so eine Ruhephase von circa 6 Monaten und ich dachte so, okay, krass, seit diesem Tag sind schon ein paar Sachen passiert. Es haben sich Dinge verändert, wie zum Beispiel mein Asthma hat sich voll verbessert, weil ich echt viel geraucht habe. Ich habe so viel geraucht und ich bin irgendwann aufgewacht und ich konnte Zigaretten nicht mehr riechen. Ich konnte es nicht mehr riechen, ich konnte es nicht ertragen. Es ging einfach weg. Mein Asthma, zack, hat sich voll verbessert. Weniger Medikamente, weniger Asthma-Spray benutzen und dann halt, wie gesagt, einfach, dass ich keine Probleme mehr mit der Polizei hatte. Das hat sich alles aufgelöst. Da ist okay, irgendwas muss ja passiert sein so. Und dann war es halt so, dass meine Mom irgendwann in mein Zimmer gekommen ist, wieder ein paar Monate später oder Wochen später. Genau, und dann meinte sie so, ja, Martina, ich war heute bei einem richtig coolen Gottesdienst, du musst unbedingt mal mitkommen, hat sie gesagt. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich hatte ich da keinen Bock drauf, aber ich habe einfach ja gesagt, weil ich mich mit meiner Mutter nicht streiten wollte. Also generell, ich hatte gar keine Kraft mehr, mich mit meiner Mutter zu streiten, deswegen einfach ja sagen und gut ist, ne? Genau, und dann bin ich mit ihr... Also am Wochenende und dann... Das war ein Wochenende dann, also eine Woche danach, nach diesem Gespräch und der Zusage, dass ich mitkomme, waren wir in diesem Gottesdienst und ich habe keine Ahnung, was das Thema war, nicht ein bisschen. Aber der Pastor meinte, öffnet mal alle Johannes 3,16. So, und ich hatte eine Bibel in der Hand und ich kannte mich auch gar nicht mit der Bibel aus. Ich habe, glaube ich, höchstens 2-mal geblättert und Johannes 3,16 war schon da. Und da steht ja drin, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab und na. Genau, Fakt ist, dass Jesus für mich gestorben ist. So, für mich am Kreuz, damit mir die Sünden vergeben werden können. Und ich habe das gelesen und es war Schock. Das war einfach voll der Schock. Ich bin nicht klargekommen.
Erstens war es das erste Mal, dass ich gehört habe, dass Jesus für mich gestorben ist und dass mir all meine Sünden vergeben sind, wenn ich an ihn glaube. Das war das allererste Mal in meinem Leben. Und das war der Schock? Oder das, der Schock war, dass ich einen ganzen Film, also ich kann es nicht besser erklären, aber ich habe wirklich einen ganzen Film gesehen, in meinem Kopf, in meinen Gedanken oder wirklich vor mir, ich kann es nicht beschreiben, aber ein ganzer Film ging durch meinen Kopf, wo ich gesehen habe, ey, Gott hat mich hier beschützt, da. Und einfach, ich kann es nicht genau erklären, aber irgendwie mein ganzes Leben und wie es auf einmal Sinn ergeben hat und wie Gott die ganze Zeit da war, das war so, was mich so berührt hat, dass ich gesehen habe, krass, Gott war die ganze Zeit da und ich habe ihn nicht gesehen. Wie, ich habe das nicht gesehen. Herr Jesus, Herr, was krass, das ist alles wahr. Und dann habe ich angefangen zu schreien, meinte so, oh mein Gott, Mama, das ist die Wahrheit. Mama, das ist die Wahrheit, halt so. Im Gottesdienst, war mir egal. Ich habe einfach die Leute um dich herum, was haben die gemacht? Ja, die haben sich umgedreht, so, hä, was ist bei der los? So, und meine Mutter so, vor allem bei uns Afrikanern, so, blamier deine Mutter nicht, ne? So, komm ruhig da runter. Ich so, okay, aber Mama, war's egal. Sorry, es war mir in dem Moment egal, weil ich einfach, es war einfach zu krass, genau. Das war der Moment, wo ich das erste Mal die Bibel verstanden habe. Alles hat auf einmal Sinn ergeben. So viele Reize auf einmal. Also, voll krank gewesen. Du sagst, Jesus hat, wie würdest du das sagen? Jesus hat dir deine Sünden vergeben? Ja, also irgendwie, also im Englischen sagt man ja, I was blind and now I can see. Ich war blind und auf einmal konnte ich sehen. Also, irgendwie so eine richtige Last. Also irgendwie einfach frei. Ich kann das gar nicht erklären. Du wirst auf einmal frei. Es macht alles Sinn und du fühlst dich geborgen, du fühlst dich beschützt, du fühlst dich geliebt. So viele gute Gefühle auf einmal, die du gar nicht kennst. So. Vor allem, also ich zumindest nicht. Ich kannte sie nicht. So. Was ist aus deiner Aggressivität geworden? Aus deiner Wut, die schon abgeflacht war, so alles? Ja, also ich sag, heute bin ich immer noch impulsiv. Ne? So, du bist ja auch irgendwie ein Mensch, wie du bist. Ne? So. Aber ich kann es fürs Gute gebrauchen. So, das ist, also voll viel ist einfach abgefallen, aber an voll vielen Charakterzügen bin ich bis heute noch am Arbeiten, ist halt einfach so, ne? Vergangenheit verschwindet ja nicht einfach nur weil Jesus auftaucht. So. Und dieser Moment, wo du da im Gottesdienst warst da und gesagt hast, ich hab's kapiert, ja. Was war das für dich? War das für dich der Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich da was mit, oder? Also für mich in dem Moment war einfach klar, Gott, dir gehört mein Leben. Das war für mich klar in dem Moment. Dich gibt es. Und auch da wurde mir auch das Gebet bewusst, was ich gesprochen habe. Gott hat mir geantwortet. Gott hat mein Gebet beantwortet. Und deswegen werde ich ihm mein Leben geben. Weil, ich weiß nicht, habe ich das vorhin gesagt, als ich mit ihm geredet habe, habe ich gesagt, so, ey, so, ich würde mit ihm leben. Aber ich muss ja wissen, dass es ihn gibt. Zeig dich erstmal und dann können wir reden. So, weil so, es war meine Sprache und Gott hat mir auf meine Sprache geantwortet. Und deswegen war in dem Moment für mich klar, mein Leben gehört ab jetzt Jesus. Was heißt denn, mein Leben gehört Jesus? Was hast du gemacht? Was hat sich verändert? Das allererste, was ich gemacht habe, ist, ich habe all den Menschen geschrieben auf Facebook, all die Namen, an die ich mich erinnern konnte, die ich jemals bedroht habe, die ich beleidigt habe, denen ich Angst gemacht habe oder sonst was. Ich habe denen allen geschrieben und habe gesagt, ey, ich glaube jetzt an Jesus, es tut mir alles leid, was ich getan habe, bla bla bla. Also jeden individuell, kannst ja nicht auf alle das Gleiche rüberschicken. Ne? Aber halt jedem geschrieben, an den ich mich erinnern konnte. Und einfach, ich bin aus dieser Gemeinde gegangen, aus diesem Gottesdienst und ich habe die Welt mit anderen Augen gesehen. Ich kann das nicht erklären. Es fing dann an mit der Realschule, ich war ja auf der Haupt, habe ich gesagt, okay Gott, jetzt habe ich ja dich, vielleicht schaffe ich es ja Realschule zu machen, weil ich dachte mal, ich bin blöd und kann ja eh nichts, ich bin eh scheiße. Sorry, es waren einfach die Vokabeln, die ich hatte. Und dann dachte ich so, okay Gott. Bist du auf die Realschule gekommen, ne? Ja, ich bin auf die Realschule gekommen, dann noch Fachabi gemacht, dann noch Ausland und jetzt studieren. So. Und das wäre niemals... Es ist einfach krass. Du sagst, du warst im Ausland als Au-pair-Mädchen in Schottland. Ja. Da hast du auch Gott nochmal erlebt. Was war das genau, was du erlebt hast? Genau. Also ich habe ja erzählt gehabt, dass ich in der Kindheit manchmal Sachen gesehen habe oder Stimmen gehört habe. Genau. Und das war halt alles düster und finster. Genau. Und in Schottland habe ich halt sowas Ähnliches erlebt. Genau, und zwar war es halt so, dass die Kleine, auf die ich aufgepasst habe, die hat gerade Mittagsschlaf gemacht. Dann dachte ich so, ja, okay, ich gehe jetzt auch mal schlafen. Und habe dann auf einmal eine Stimme gehört, die, also erstmal hatte ich so einen Gedanken, so fing es an. Ich hatte einen Gedanken, sowas in Richtung von, ja, stell dir vor, du kriegst gleich eine Unterdrückung oder sowas oder eine Bedrückung oder sowas. Und ich dachte so, hä, was, keine Ahnung, habe den Gedanken auf jeden Fall nicht ernst genommen. Und dann habe ich mich noch mal richtig hingelegt und auf einmal habe ich gemerkt, wie ich mich am ganzen Körper nicht mehr bewegen konnte. Also ich war wirklich gelähmt und konnte meinen Mund nicht öffnen, gar nichts. Und ich wusste, dass das Satan ist. Und ich weiß, dass viele Menschen nicht an Gott und Satan glauben. Von mir aus nennen es gut und böse, aber Gott und Satan, er war da.
Und ich habe dann gedacht so, hey Satan, also in meinen Gedanken dann, Satan, ich habe keine Angst vor dir, du kannst mir keine Angst machen, ich bin die Tochter Gottes. Und auf einmal höre ich eine Stimme, die gesagt hat, ich muss das jetzt einmal kurz so imitieren, du wirst in der Hölle brennen. Und so richtig, also es war richtig vibrierend, finster, als wenn es Satan persönlich gewesen wäre. Hast du Angst gehabt? Keine Angst, ich wusste irgendwie, dass Gott mit mir ist. Also ich wusste, es ist krass, was passiert. Aber ich wusste, dass Gott ja jetzt mit mir ist. Das hatte ich ja früher nicht, diese innere Gewissheit, dass Jesus vor allem mit mir ist. Und dann, genau, habe ich halt so einen Gedanken bekommen, der mir gesagt hat, du musst jetzt Jesus sagen, weil durch Jesus wirst du frei. Wo der Name Jesus ausgesprochen wird, da ist keine Finsternis. Wo gut ist, da kann kein Böse bestehen. Deswegen habe ich gesagt, im Namen von Jesus Christus, weiche von mir, ich habe keine Angst vor dir. Zack, konnte ich mich wieder bewegen, bin wach geworden, dachte mir so, okay, krass. Was passiert ist? Das ist Gott, ne? So, aber auch, ich habe es irgendwie voll selbstverständlich gesehen, weil so steht es in der Bibel und wir müssen das, was in der Bibel steht, halt auch einfach glauben und umsetzen. Einfach ausprobieren. Ausprobieren. Und das habe ich getan. Cool. Du hast angefangen, Jura zu studieren. Yes. Warum Jura? Warum studierst du Jura? Mit deiner Fachhochschulreife fängst du an, Jura zu studieren? Ja, Jura, weil ich damit Menschen helfen kann, um es einfach simpel jetzt zu machen. So, Jura, hast du gemerkt, dass dich das interessiert? Also ich habe erstmal mit Recht und Politik angefangen. Und habe dann gemerkt, oh krass, ja, Fälle lösen und so bringt alles ganz viel Spaß. Und du kannst reden und du kannst mit guten Worten und guten Argumenten helfen. Ja. Und mit guten Worten, mit guten Argumenten machst du auch Musik. Genau. Du bist Rapperin. Ja. Warum dieser Musikstil? Ja, also ich glaube, damit kann ich persönlich am besten Emotionen rüberbringen. Also ich singe auch ab und zu, aber es ist dann doch eher Sprechgesang oder halt pur Rappen, weil... Damit kannst du, also ich bin jetzt nicht immer aggressiv, wenn ich rappe oder so, aber du kannst Emotionen von Aggressionen rüberbringen, indem du schreibst, indem du rappst. Mhm. Besser als wenn du jetzt Halleluja singst oder so. Weißt du, deswegen. Es ist dein Weg, das zu sagen. Das, ja, genau. In einem Text heißt es bei dir, alles nur Palabre, alles nur Gerede, come on, sag mir, wo ist der Sinn des Lebens? Hast du den gefunden? Ja, durch Jesus. Ich habe meinen Sinn jetzt in Jesus. Ich habe Jesus. Nicht erklären. Eigentlich klingt das so ein bisschen komisch zu sagen, ja, der Sinn ist Jesus, oder? Der Sinn ist Jesus, ja, Jesus, na, Johannes 3,16 sagt ganz klar, ey, Gott sieht, dass die Menschen auf dieser Welt, ja, ob, selbst wenn du nur einen einzigen Fehler auf der Welt hast, du bist unperfekt, kein Mensch auf dieser Welt ist perfekt. Und ich dachte mir immer so, ja, ist doch egal, dann bin ich halt nicht perfekt, nicht jeder Mensch, kein Mensch ist perfekt so. Und Gott sagt, hey, selbst wenn du nicht perfekt bist, ich will mit dir sein, ich will mit dir leben und du sollst meine Tochter, du sollst mein Sohn werden, ja, egal welches Geschlecht, ihr sollt alle meine Kinder werden. Und das ist für mich der Sinn. Ich will Gottes Tochter sein, weil sonst, warum bin ich hier? Wofür lebe ich? Und das rappe ich. Genau, also es gibt auch Texte, wo ich einfach nur überwerte, aber das ist so mein Hauptziel, dass Menschen von Jesus erfahren. Genau. Du sagst, Gott, du bist Tochter, das heißt, Gott ist jetzt dein Vater? Mein Vater. Yes. Wie lebst du diese Beziehung mit deinem unsichtbaren Vater? Ja, das heißt, ich rede mit ihm, ich lese in der Bibel, ich bete, ich erzähle Leuten von Jesus, ich ziehe ihn in all meinen Situationen rein. Also es gibt Tage, ich bin auch mal, also heute zum Beispiel morgens, ich rede mit Gott und ich sage, hey Papa, was geht? Oh, heute ERF und so, ich freue mich voll, oder? Sei mal mit mir. Also ich rede halt voll free mit ihm, er ist einfach so, er kennt mich so. Ne? Ich kann mich eh nicht verstellen und es ist cool, einfach Kind zu sein. Einfach ein Baby, ich bin einfach ein Baby vor ihm. So. Ist mir egal, so. Ich muss nicht stark und cool sein, ich muss keine Maske tragen, er kennt mich. So. Ja. Sehr cool. Danke, dass du heute hier warst. Jo, danke, auch. Gott kann alles zum Guten wenden. Martina Rich hat das erlebt. Wenn du dir auch Veränderung wünschst, dann wende dich doch mal an Jesus und lass dich überraschen, was passiert. Wenn du bei den ersten Schritten Unterstützung möchtest, kannst du uns gerne eine Mail schreiben. Wir versuchen dir zu helfen. Noch mehr Geschichten über erstaunliche Veränderungen findest du auf unserem Kanal. Und wenn du uns abonnierst, verpasst du auch keine neue Sendung mehr. Bis bald.